Ja, das ist jetzt die Frage, die man überall hört. Ist Jeffrey Epstein, also das Monster, sagen Sie ja, jetzt tot? Das ist sein Horoskop hier. Und hier habe ich Erde, also Erdachse wieder, Saturn, Grenze zum Jenseits, Uranus, Neptun, Pluto eingestellt. Also von hier nach dort, ja, von hier nach drüben. Und diese Achse ist hier, dieser blaue Strich. Das ist sein Geburtshoroskop, 20.01.53. Die Zeit kennen wir nicht. Wir haben ungefähr 12 Uhr eingestellt. 5 Stunden Unterschied. Und hier ist der 23., wo er angeblich verletzt wurde. Also hier, ja. Hier. Das ist eben die Endeachse. Die Achse vom Ende. Und wenn man den Transit einstellt, der ist außen jetzt da, dann ist das dieselbe Achse. Und die steht dem Ende, seinem Ende, exakt gegenüber. Also, Epstein ist tot. Im Gegenbogen steht er auf dem Neptun und auf Saturn. Das ist aber der Transit, wo er noch versuchte, also es hat hier noch ein paar so Mars-Jupiter-Konstellationen und so dergleichen, wo er noch versuchte, wahrscheinlich mit jemandem ins Gespräch zu kommen oder dass er dann ab dann quasi in einem Spital versorgt worden wäre oder dass er sogar flüchten hätte können, was natürlich fast nicht möglich ist, aber dass er noch Abmachungen hätte treffen können. Oder noch irgendetwas mit jemandem gegen Geld oder so, dass sie ihm etwas mitgeben oder dass halt die Flucht trotzdem möglich wäre. Aber das sind Spekulationen. Sein Horoskop Ihnen ist ja absolut bedenklich, ja. Also zuerst einmal hat der Venus Mars auf dem Juno, auf der Juno. Und Venus-Mars-Konjunktion ist sowieso der Limerenzzustand, der permanente, ja. Also man ist erlöst und nicht erlöst und sucht Erlösung und findet keine oder findet ständig und findet sich dann trotzdem nicht erlöst und so, also auf der sexuellen Ebene, ja. Venus Mars ist ja Sexualität, das ist ja hoffentlich bekannt. Und dann hat er auf der Sonne das Attentatsgestirn, Pollux, das können Sie im Video, Energie zwischen Gut und Böse, oder einfach zwischen Gut und Böse, wie entsteht das Böse? Oder Pollux,
92 Jahre, Rückkehr ist ein anderes Video. Oder Attentate sind voraussehbar, das ist das Beste über Paulus. Und den hat er auf der Sonne. Das ist ein Attentäter, ja. Das dann im Trigon zur Ceres. Ceres ist Demeter im römischen Mythos. Also die Eifersüchtige, die ihre Tochter in die Unterwelt geben musste, dem Hades. Also auch vergleichbar mit der nächtlichen Chore. Also mit der chtonischen, unterweltlichen. Und dann hat er noch die Krankheitsachse zusammen. Neptun, Saturn, der Saturn, Neptun. Und die ist in einem Quadrat zur Sonne, nein, zum Merkur. Der Neptun, also ein Lügner, Quadrat, permanent, ja, exakt. Quadrat ist exakt. Und der Saturn umfasst bei der Sonne, also zwischen der Selbstdarstellung Sonne und Merkur. Also woher er das Geld hat, ist unklar. Ob er überhaupt Geld hat oder ob das einfach verwaltetes Geld ist. Oder ob es dieser Institution gehört, die von seiner Begleiterin Maxwell herstammt. Also das auf jeden Fall, aber ob es nicht ihr, also ihren Leuten gehört, die wurde ja zur Clinton-Hochzeit von der Chelsea Clinton eingeladen noch. Also da ist alles sehr ominös. Was seine Geldquellen anbetrifft. Und dann kann man sich auch fragen, warum die überhaupt diese betuchten Gauner sich alle auf das einließen, denn die wussten ja, also die wissen ja alle, dass man da fotografiert oder abgehört wird oder warum so einer das nötig hat, von England zum Beispiel oder von ganz anderen Orten auch noch, auf so eine Insel zu fliegen, um ein Mädchen oder eine junge Frau oder sogar Kinder, ja, ja, Pädozide zu vollziehen, das ist ja sehr, sehr merkwürdig. Mars, Venus, das ist auch mörderisch mit der Juno sowieso. Das ist blutig, ja, also Mars ist Blut und die Venus ist die Farbe des Bluts, ist rot, ja. Und ja, da heißt es jetzt von Phönizier und so sein, also phönizische Leichen seien gefunden worden, zwei Jugendliche aus der Phönizierzeit, einer hat sogar also einer hat sogar gesagt, das Schiff, wo die Greta jetzt drüber geht, hätte Rothschild geheißen, das jetzt einen mythischen Namen hat, Malizia. Und dieser Malizia hat überhaupt nichts mit Baal zu tun, das ist eine Fehlinterpretation von einem. Also Sie sollten schon mal alte Lexikone lesen und auch diese Europa, das ist
die etwa achte oder siebte oder achte Möglichkeit, die in Wikipedia steht. Europa hat ganz viele Mythen und ganz viele Herkünfte, also das fängt dann an als Beiname der Demeter, als Amme des Trophonius zu Lebadei und dann als zweites Europatochter des Tytios, glaube ich, als Mutter des Euphemos von Poseidon oder Tochter des Okeanos und der Tytis, oder? Oder wie bei Hesiod, von Thetis geboren. Und irgendwann, oder eine Okeanide auch, Okeanide, also der Okeanos, nach welcher der eine Teil der Erde benannt worden ist dann, das ist nach Apion. Oder eine Thrakerin, von welcher der nördliche Teil der Erde den Namen Europa erhielt. Und so weiter und so fort. Also das sind 20 Seiten Quellen, die alle über Europa und irgendeine volkstümliche hat man dann in Wikipedia reingeschrieben. Also das sind der Ruf da, so der Mythos. Nehmen wir mal den Mythos und Luzifer ist schlecht, auch wenn alle sagen, er ist gut. Sagt gar niemand, der biblische Luzifer sei gut, sondern das ist der Morgenstern, ja. Also, ja, also die haben kein Verhältnis zum Jenseits und erzählen halt vom Diesseits, was sie wissen und springen dann von einem Thema zum nächsten und verbinden das irgendwie. Und jetzt kommen sogar die Mythen und dort werde ich dann ungemütlich, weil ich das einfach finde, dass wir leben in den Mythen und da geht man nicht drüber, so einfach, ohne dass man sie studiert hat. Denn der hat sie nicht studiert, auch wenn er CO2, also heißt Janis, ja, auch wenn er mit CO2 da ein Riesentheater macht. Dort kann man ja auch nicht drüber reden, weil man das gar nicht weiß. Da hat er recht und die anderen haben genauso recht. Deshalb beide haben gar nicht recht, weil man nicht recht haben kann, weil man es nicht weiß. Aber hier geht es nicht um Mythen, sondern das sind Belege, nicht irgendwelche. Das ist ein Beleg, was hier liegt. Ja? Dieses Horoskop ist ein Beleg, ein uralter Beleg, nur neu gemacht heutzutage. Und eben das ist jetzt wieder Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, die Diesseits, Jenseitsplaneten mit dem Diesseitsplanet Saturn, Hüter der Schwelle, Herr der Zeit. Und wenn ich die Progression rot auch noch dazu tue, das ist der Transit hier, dann ist der Transit hier genau auf der progressiven Achse vom Ende. Und die läuft sehr, sehr langsam, denn das sind die langsamsten Planeten zusammen. Der hat einer hat 150 und der andere 200 Jahre und der andere 80 Jahre und der andere immerhin 30 Jahre. Also wenn das ein Zufall sein soll, dann
ja, frisst man einen Besen, ja. Hier, dieser Strich ist progressiv. Dieser ist Radix, da ist er auch noch drauf. Und dieser ist im Transit. Nach 3, also nach 66 Jahren, ist er von hier nach hier gelaufen. Aber es kommt nicht noch dicker, wie immer die da gleich sind, es kommt noch dicker. Sondern es kommt noch erschwerend hinzu, hier stelle ich Mars Saturn ein, das ist bekanntlich auch. Mars, ja, hört auf unsere Lebenskraft beim Saturn. Und das ist am 23. Da stand die Sonne sowieso in Opposition zu seiner Geburtssonne. Mars Saturn war dabei. Und siehe da, Mars Saturn progressiv von hier nach hier gelaufen in seinem Leben, also von hier nach hier, so 66 Jahre, steht hier genau auf seiner rückläufigen, das kommt noch erschwerend hinzu bei diesen Genopädoziden, ja, das kommt noch hinzu, das Wort, ja, erkläre ich gleich. Ist Mars Saturn von hier nach hier gelaufen, exakt auf die Sonne der Geburt. Die erste Linie da ist die Geburt. Und am 23. Juli versucht er eben diese Sache, die ich vorher angetönt habe. Vielleicht hat er dort auch eine Botschaft der Maxwell oder sie sogar getroffen, die Ghislaine Maxwell, also die Tochter von dem Vater, den sie nicht los wird, wie jedes andere Kind auch nicht. Denn sie hat genau sein Leben nachgeformt und nachgelebt. Auch Maxwell ist ermordet worden und es hieß, Suizid oder er hat Suizid gemacht. Darüber möchte ich hier nicht. Ich möchte nur sagen, wenn Mars Saturn auf die Geburtssonne kommt, progressiv, jetzt die Sonne noch drüber geht, dann und Mars Saturn gleich hinterher am gleichen Tag hier der rote Strich. Ja, ja, also. Noch Erklärung, dieser rote Strich bei der Venus, das ist Mars Saturn, das ist der bei der Geburt. Die Halbsumme zwischen Mars und Saturn. Und das ist dann nicht gelungen, oder eben doch etwas, dass er ja, dann den Mut oder die Verzweiflung hatte, je nachdem, diese Maxwell hat wahrscheinlich jetzt Ruhe, ist schon älter geworden von ihm oder bedauert das, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist der Tag und wie genau die Zeit auch ist, das bleibt. Ja. Also Saturn auf der Geburtssonne. Und dazu kommt jetzt anderthalb Quadrat, also ein Quadrat und ein halbes drauf, der Uranus. Und allein der Uranus auf der Sonne wäre schrecklich, also stark. Jetzt kommt aber noch Mars Saturn dazu. Könnte man auch sagen, Mars Saturn auf der Sonne ist noch schrecklicher. Und ein Quadrat und ein halbes draufgedeckelt, ja, das ist schlimmer als ein Quadrat. Und hier haben wir Uranus auf der Sonne. Mond wissen wir nicht, ob er genau stimmt.
Aber er könnte in der Nähe sein, ich vermute ihn auf dem Mars, aber machen wir keine Spekulation. Und der Uranus auf der Sonne und der Mars Saturn auch auf der Sonne, da nützt die Venus, die ja rückläufig ist, überhaupt nicht, sondern sie macht jetzt endlich alles sichtbar mit Uranus. Uranus ist unsere Sichtweise und die Venus ist das Sehen selbst und das Gesehen werden wollen. Und da eben ist Mars Saturn auf Jupiter, also der hat da spekuliert und irgendetwas ist vielleicht sogar gelungen. Auf jeden Fall ist der Suizid damals nicht gelungen, weil da der Jupiter war. Auf Mars Saturn, das ist wichtig. Und vielleicht ist etwas anderes gelungen, aber es hat nichts genützt. Ja, und die progressive Sonne, das ist natürlich am wichtigsten. Wo ist die? Auf dem Pluto. Pluto ist der hinterste Planet und er ist der Hüter der Unterwelt. Das ist Hades Pluto. Das ist die Unterwelt. Das ist das Sterben. Sehen Sie im Video von Andy Hook. Aber natürlich allein das nicht, aber wenn beide Sonnen, diese und diese so stehen, dann kann man sagen, jetzt die Rätselraterei, ob er vielleicht sogar lebe, ob ihn die Guten oder die Schlechten rausgeholt haben oder ermordet haben. Oder all diese, ja, diese Theorien, ja, fallen dahin. Jeffrey Epstein oder das Monster. Jetzt ist er tot, jetzt kann man ihn Jeffrey Epstein nennen, ist gestorben. Hier ist nicht nur der Uranus. Hier ist auch Mars Saturn. So also sehen Sie dieses rote Strichlein. Hier ist auch die Venus, die rückläufige. Sehen Sie hier, progressiv, hat der rückläufigen Saturn, das geht. Neptun auch, geht auch, Pluto auch. Knoten ist ohnehin rückläufig, aber er hat Merkur und Venus rückläufig bekommen in seinem Leben. Hat er nicht am Anfang. Hier hat er das nicht. Und das hat dann zum Ende geführt. Also schauen Sie sich dieses Bild an. Ich meine, Beräter kann es gar nicht sein. Das ist ein Beleg. Mars Saturn, ja, hier, Radix, da ging die Sonne drüber, vor einem, ja, vor, ich will das Bild jetzt nicht verändern, aber ich würde sagen, vor einem Jahr wurde das abgemacht, dass man ihn eines Tages dann abfangen wird. Da der Merkur, der war auch im Transit rückläufig auf dem Saturn. Das ist aber der 23. Hier ist er nicht gestorben. Aber hier hat er eine Show oder eine tatsächliche Verletzung gehabt. Ich glaube, die war tatsächlich so. Also, es kann gar nicht anders sein, aber ich glaube, er hat sich so verletzt, dass er, wenn es klappen würde oder geklappt hätte, dass er dann
nicht so verletzt wäre, dass er hätte flüchten können. Also, wenn er freigekommen wäre, irgendwie, dass er dann hätte überleben können. Ja, und das ist ja auch noch, dass sie sagen, Epstein und diese ganze Pädozide, Horde, denn das ist Pädozid, das ist nicht pädophil. Pädophil, das haben irgendwelche Pädozide in den Duden geschrieben. Die haben das Euphemistische verharmlost. Da müsste jeder Doktor Phil müsste sagen, ja, ich verbiete mir das. Ich bin Phil. Und Pädo heißt Kind. Jeder Kinderarzt ist ein Pädiater oder eine Pädiaterin. Meine Frau ist Pädiaterin. Und Pädophil, das würde heißen Liebe zum Kind oder Freundschaft zum Kind. Das müssten die Eltern sein. Pädophil. Das sind Pädozide, nicht Pädophile. Pädophil heißt Kinderliebe. Und was gibt es daran auszusetzen? Dann steht da einfach im Duden Unzucht mit Kindern zum Beispiel. Oder dergleichen. Das ist unverschämt, so etwas. Die in das Philo von Alexandrien, ein Schreiber, wie Herodot oder so, ein Geschichts- oder ja, Geografie und Geschichte, überhaupt also Philosophie. Das war am Anfang, war jeder, der ein Schiff bauen konnte, war ein Philosoph. Jeder Schreiner, jeder Handwerker, alle waren Philosophen. Die Liebe zu ihrem Beruf, und das hat sich dann erst viel später, hat man gesagt, die Liebe zum Blabbern und zum Reden und zum Denken, und das hat man dann Geistigkeit genannt und so weiter und so fort. Aber das sind Kinderschänder und die kann man nicht. Also mir rutscht das trotzdem raus, aber man kann sie nicht pädophil nennen. Das sind Pädozide, das sind Kindermörder. Es hat dort schon zwei, hat man gefunden, und die Blutspur hinter Hillary und so ist bekannt. Also, Jeffrey Epstein, der Pädozide, mit allen anderen, Dershowitz und so weiter, die nicht tot sind, die frei herumlaufen. Die Mörder laufen frei herum, das Monster, das ohne die Ghislaine Maxwell ein Niemand gewesen wäre, ist tot. Es leben die Monster. Vom Todsein dieses Monsters überleben nun die mitbeteiligten Monster. Ghislaine Maxwell ist auf ihr Vaterbild gestoßen und hat dessen Schicksal nachgeahmt, bis zum angeblichen Suizid gerecht oder vorbildlich nachvollzogen. Der hatte nämlich keine Zeit für sie, obwohl er das Schiff, auf dem er starb, Ghislaine,
tauchte. Er hatte keine Zeit wie die Väter und Mütter anderer beteiligter Internatssprösslinge, die ebenfalls keine Zeit für ihre Brut haben. Sie wurden alle mit Erfolg abgespiesen. Dem Erfolg ihrer Väter und ihrem eigenen. Ihr Vater hieß Robert Maxwell, wurde auf seinem Schiff unter nebulösen Umständen ermordet, aber Suizid. Epstein wurde in seiner Gefängniszelle unter nebulösen Umständen ermordet, aber Suizid. Maxwell machte aus dem Nichts heraus Millionen, Epstein wurde aus dem Nichts heraus Milliardär. Stimmt nicht ganz. Jetzt sind es irgendwie 580 Millionen, die er 2 Tage vor seinem Suizid, sage ich jetzt mal, testamentarisch in einen Fonds gelegt hat, bei einer Juristerei, oder? Und die Opfer, die natürlich nach Millionen schreien, werden es dadurch schwieriger haben oder leer ausgehen. Verglichen mit damals ist das aber etwa genauso viel. Die annähernde Milliarde, die er hat da, mit den Millionen, die Robert Maxwell hatte, und der hatte auch Frauengeschichten und so weiter. Den Zufallsfanatikern mögen beide Schicksale blind erscheinen. Zugehörige Agententätigkeit für eine bestimmte Institution wie ein Ei dem anderen gleichen. Und niemand wird wohl behaupten, das Schicksal der Mutter oder des Vaters hole einem nicht ein. Das sagen ja die Israelis selber. Biblisch sagen sie das. Die Schuld werden dann die Nachkommen bis ins dritte oder weiß ich wie viele Geschlechter. Die seelische Schuld. Also inklusive der immense Verschleiß an weiblichen Wesen, die Robert Maxwell hatte, und die soweit bekannt, man nicht alle erwachsene Frauen nennen kann. Der Ghislaine ist dies als Jugendliche oder Kind nicht gut bekommen. Sie konnte das nicht einfach aus ihrem Leben streichen. Sie musste ein Vorbild oder Gegenbild konstruieren, das nun, wie auch immer, so gefährlich für ihre gleichartigen Geschlechtsgenossinnen wurden, wie nur etwas gefährlich werden kann. Das Abbild des Vaters mit Geld und Macht war schnell auffindbar, wurde gemacht und perfektioniert. Jeffrey Epstein. Die Institution, der sie angehört, an der sie sich rächt oder die sie weiterführt oder beides, erfand zu Zeiten Maxwells die Vorführung elitärer Mogule durch
kompromittierende Belege, Fotos, Briefe, Zeugen in skandalösen Situationen aufgenommen oder abgehört. Also, das hat sie dort gelernt. Vom Hören, vom Sehen und übernommen als Rache oder um das weiterzuführen. Jetzt ist sie verschwunden. Aber warum betuchte Ganoven solche Reisen mit dem Risiko von Zeugen unternehmen mussten, um ihrer perversen Sexualität nachzukommen, ist völlig absurd und unklar, wenn es dabei nicht auch um mörderische Rituale ging. Also wieso hat irgendein Prinz von Saudi-Arabien, einer von England oder ein Medienmogul, ein Milliardär, ein Billionär meinetwegen sogar, oder ein Dershowitz, ja gut, dem sieht man es an, aber dieser Anwalt da, dieser Harvard-Professor, der immer in Fox kam, aber warum haben die es nötig, um ein Mädchen kennenzulernen? Also sieht man ja auf dem Foto, wie leicht die bekleidet ist bei dem Prinz Andrew. Ja? Dort gibt es ein Foto wenigstens mal. Und wie intim die sich kennen schon. Also ich meine, da muss man nicht... Also sieht die Seele auf einen Blick, ja, in einer Sekunde. Wieso müssen die dorthin und gehen dorthin? Das hat mit dieser Institution zu tun, also diesem Geheimdienst. Das kann nicht anders sein, weil es hat hier auch sehr viele Geheimnisse drin. Das ist jetzt Mars-Neptun. Und hier steht er ganz nahe bei der Sonne und eben bei der Venus im Handgemachten. Im Transit auf dem Mondknoten, also er hatte da eine geheime Verbindung an diesem Tag. Das ist immer noch der 23. Die wird unterstützt, das Mars-Neptun, vom Neptun selber und von der Ceres besucht wird hier. Transit, die zweite Linie ist der Transit. Also, der Neptun steht noch auf Jupiter da. Hier zwischen Uranus und die Sonne in Opposition zur Sonne am Tag und auf geht über Mars-Neptun. Also ich handle im Geheimen. Ich handle im Geheimen, also er wurde dorthin geführt, ja, mit der Polizei. Also das kann es ja nicht gewesen sein. Der Mars steht vor Neptun, also ist schon im Orbit, der wirkt ja immer vorher, bevor er exakt wird, im Gegensatz zu anderen, die Sonne auf dem Pluto. Und hier Mars Saturn, da war schon Gewalt, also etwas auf dem Mars. Also alles ganz klar. Alles ist besetzt, was es braucht, ja. Mondknoten kommt nahe zum Mondknoten, okay. Alles ist besetzt, was es braucht, dass überhaupt der Tag Mars-Saturn war. Das ist schon eine Verletzung und dann auf seinem Mars. Aber die ist von ihm gewollt. Das ist sein Mars. Da steht nicht eine Summe, die man anderen zuschreiben muss. So,
Sonne auf dem Pluto. Also er war natürlich schon parat für die Unterwelt. Und die Sonne, dann sieht gegenüber Mars Neptun. Merkur Neptun ist hier und ging über die Sonne und geht auf seinen Merkur Neptun. Alles in diesen anderthalb Tagen, also einen Tag. Im selbstgemachten ging sie über die Pallas. Er hat mal Merkur, Neptun sowieso auf seinem Merkur. Und progressiv auch wieder auf der Ceres und Neptun. Ja, hier ging er gerade über die Sonne. Ja, da war dann schon etwas, dass sie von anderen raten, was es genau war. Aber es ist völlig fragwürdig, warum Billionäre wegen einem Mädchen um die halbe Welt reisen müssen. Die könnten sich das kaufen, natürlich, okay, das wollen sie nicht. Aber ich weiß nicht, am Tage gehen in Amerika, glaube ich, 90 Kinder verloren oder was. Also auch das wäre möglich, aber das machen sie nicht. Also hat es mit Ritualen zu tun, wo sie nicht allein, die wollen nicht einfach jemanden töten. Das ist das Perverse daran, das ist der Pädozid daran, sondern sie wollen das rituell machen. Und das hat jetzt wirklich nichts mit Freimaurerei zu tun. Und wo ist das? Diese zwei Leichen aus angeblich früheren Zeiten, da hat dann wieder einer gerufen, die Phönizier. Ja, das würden sie dann sagen, das sind Leichen aus der Zeit der Phönizier, wurden gefunden. Wo ist das? Oder wo sind die Massengräber? Sie befinden sich auf der Insel. Die werden natürlich gefunden, aber nicht erzählt, das wird nicht öffentlich. Überhaupt wird nichts öffentlich. Wenn Sie unter William Barr, der früher für Bush Senior arbeitete, nicht aufgedeckt werden, bleibt nur eine Liste von Namen, die keine Spur hinterlässt. Das Monster ist tot, es leben die Monster. Trump hat so ein Jupiter-Trigon im Horoskop, Uranus dabei, ein Spekulant, auch ein Großmaul früher damals, wer war das nicht? Aber ich denke eben kein Verbrecher an Wehrlosen. Sonst ist er sicher nicht sauber, aber solche Verbrechen an Kindern traue ich dem nicht zu und der ist im Alter jetzt besessen da oder war besessen, jetzt haben sie ihm den Mut genommen, für Amerika noch etwas zu tun, weil der rechnet ja auch, dass er mal stirbt. Aber die rechnen eben nur mit dem Verhalten in diesseits und das ist Moral und die kann man übergehen, das spielt keine Rolle und ein Verhältnis. Ein Verhältnis zum Jenseits haben sie nicht. Und auch bei Trump, man schickt jemanden nicht öffentlich weg, um sich insgeheim dann mit ihm zu treffen.
noch auf diese Weise und zu diesem Zweck. Zudem sagt er gegen Epstein schon einmal aus, trotzdem wird er nicht verschont, und sogar hier in Europa als Epstein-Freund und Epstein nicht als Clinton-Freund zum Freund des Monsters getitelt. Trump hatte Affären, sogar mit dieser hässlichen, diesem, also wirklich hässlichen, angeblichen Hollywood-Motto da, oder weiß ich was, diese, ich weiß den Namen nicht mehr. Aber er hatte Affären mit Frauen, nicht mit Kindern. Ja. Jeffrey Epstein ist mit Sicherheit tot. Das ist der Tag, wo ich jetzt einstelle. Der 10. August. Das jetzt mal auch wieder Stunden vorwärts verschoben, das ist dann diese Endkonstellation, die absolut exakt auf die Endkonstellation Bogasi von ihm trifft. Der Saturn da, Pluto turnen im Steinbock herum, wo er den Merkur und Chiron und die Vesta hat und ich habe das im letzten Video gesagt, am Widerpunkt, also an der Erdachse, kann hier die Erdachse einzeichnen. Grün, ja, exakt im Quadrat jetzt hier, damit Sie es sehen hier, ist eben das Attentat und Wechselgestirn, also es hat dann auch gewechselt, man hat ja den Epstein dann auf dem Flughafen verhaftet. Das hat gewechselt, noch mehr, mehreres hat gewechselt. Und Attentat in Orlando und weiß ich war ja nicht, an zwei verschiedenen Orten sind vorgefallen mit über 27 Toten und irgendwo an einem anderen Ort viele Verletzte und also ganz viele Attentate, also zwei in kürzester Zeit. Was in Deutschland insgeheim vorfällt, wissen wir nicht. Das sind ja Einzelfälle in Deutschland. Da hat er den Uranus exakt auf seinem Mars, also schon allein, das ist eine Operation. Also jetzt im harmlosen Sinne, ja. Eine Operation, ich kenne gerade jemanden, der hat jetzt einen Finger operiert. Also nichts Gewaltiges, aber es fand eine Operation statt. Gestern, vorgestern. Und dieses Wechselgeschirr, das ist nicht für die Operation, das da. Da hat Epstein auch eine Operation vorgenommen, wie er die vornahm, wird nie klar werden. Leider. Aber er hat ja diesen Polus, diesen Attentäter, auf der Sonne, hier, hier drin sehen Sie ihn noch. Und das war der Tag, 10. August, die Sonne auf der Sonne von Ghislaine Maxwell. Und das ist Jeffrey Epstein, jo.
Und der hat Mars Jupiter auf dem Mars, klar. Die hat ihn ja gemanagt. Und am Tag hatte sie, das ist ihr Mars Jupiter, und da ging der Mars Jupiter drüber, wo er gestorben ist. Das ist doch seltsam. Ich will nicht sagen, die freut sich, aber der kann das gelegen. Man muss schauen, die hat ja Merkur Jupiter auf seiner Sonne, das ist progressiv, ja. Und hier hat sie den progressiven Mars auf ihrem Polus, wie im Transit, also auf dem Attentat. Sozusagen, wie wenn sie ihn umgebracht hätte. Also einen Besuch gemacht hätte bei ihm und ihn dann umgebracht, vielleicht auf seinen Wunsch sogar. Aber das ist jetzt eine Theorie, das ist jetzt nicht ernst zu nehmen, aber es ist ja heute bald alles möglich. Ja. Und wenn man Mars Neptun, die geheimen Sachen zusammen einstellt, dann ist das ist Mars Neptun, da ging Mars Neptun drüber an diesem Tag, wo, also über die Ghislaine Maxwell, als er starb. Und sie hat Mars Neptun auf seinem Jupiter. Also ganz seltsam, Mars Saturn, wieder die schlimme Achse. Hat sie hier auf seiner Sonne. Und hier, am Tag, wo er starb, hatte sie Sonne auf Sonne. Das ist ihre Sonne, das ist Transit. Also Uranus, also Jupiter, Uranus, Saturn stand auf Uranus von ihr und so weiter. Das ist alles ein bisschen viel. Wir wollten eigentlich ja, Sonne Saturn, Sonne und Saturn Abschied nehmen, haben die beiden exakt im Gegenbogen aufeinander im Geburtshoroskop. Da war der Saturn drauf, von ihr immer. Also der Vater, ja, die Autorität, Sonne Saturn, sie hat sie gespielt. Vater war ja tot, die Sonne war ja tot. Und hat das ihn da dazu gemacht, mit Uranus. Ein bisschen anders als der reale Vater. Aber Mars, also Sonne Saturn ist ja da mit dabei, ja. Ja, und die Sonne ging bei ihr über die eigene Sonne. Wenn man das noch anschaut, dann sieht man Merkur Jupiter, also die Sonne von Epstein, Mars auf Polus und sie hatte Sonne Neptun, also das war dann schon vorher, wusste sie etwas. Dieses, also das war ja, er war ja immerhin ein Monat dort, ja, also das war dann Sonne Neptun. Und der Transit hier, Sonne Saturn, ging über ihren Uranus.
hier am Tag, als er starb. Paulus turnte da in ihrem Saturn herum. Und ob die nun ausgekommen sind, das kann man am besten mit dem Sonnenbogen machen. Der ist ideal, also ist geradezu super für eine Beziehung. Und die war sehr, wie soll ich sagen, sehr, also die Sonne lief immer, jetzt mal Sextil, lief immer auf, seine Sonne lief immer auf ihrem Jupiter. Das ist, man kann zu großem Reichtum kommen zusammen, aber es ist frustrierend, Sexualität, weil Jupiter will ja nicht berührt werden, das ist, man würde dann sagen, das ist innerlich, das ist Spiritualität, das ist Denken und Gesetze, aber auch Ausweitung, also Rechte sich nehmen und vor allem Geld, ja, und Geschäfte machen und mit der Sonne. Und die Sexualität klappt dann nicht und wird dann zu einem anderen Aspekt, also Uranus, das kann man noch gelten lassen, Pluto. Weil die unteren kann man nicht nehmen, die laufen ja in diese Richtung. Oder es wäre dann auch ein Unter, so dann schon. Aber Uranus, Pluto, und das ist ein Aspekt, der am weitesten draußen ist und der eigentlich mit dem Jenseits zu tun hat. Also da sehen Sie Uranus Pluto. Ich glaube, die haben das sogar in 1, ja. Ja, Uranus Pluto. Das ist, ja, wie soll man das sagen? Ich könnte das aus einem Text vorlesen, damit Sie das dann so anpassen können. Das ist der Uranus von ihr. Also Uranus der Frau zum Pluto des Mannes in Konjunktion. Die Frau, also das müssen Sie sich jetzt negativ vorstellen, nicht nur. Anfänglich, die Frau bringt ihrem sich wandelnden Partner Licht, Inspiration und eine Vision der Zukunft. Er lässt die Dunkelheit hinter sich und durch seine Beziehung zu ihr, also er lässt Pluto hinter sich, müsste er eigentlich, sieht er die Wirklichkeit einer Welt voller Frische und neuen Entdeckungen. So hat sie ihn unter den Arm gewickelt. Gleichzeitig empfängt sie seine Ideen über Transformation. Viele sexuelle, jetzt kommt es, Veränderungen schaffen eine turbulente Transformation nach der anderen. Eine nach der anderen. Und während die Partnerschaft ihren spiralenförmigen Weg zur höher oder tiefer Entwicklung des Bewusstseins, also lassen wir das weg, des Wissens nimmt, entdecken beide Partner ihr wahres Potenzial im Jetzt. Ja.
Das haben sie gelebt, andauernd. Die hat ja auch mitgemacht dort. Die haben das einfach, ja, ohne Beziehung zum Jenseits, als Lust aufgefasst, fertig. Also es passt schon. Es ist auch nur der Sonnenbogen, das ist nicht die Matrix. Aber so haben sie es gelebt. Und Sonne Jupiter, das ist sowieso nur Geld und Macht. Und die Sexualität will auch ständig, die bohrt, aber es kommt nicht dazu. Also brauchten sie einen Vermittler oder Vermittlerinnen. Dazu waren die Mädchen gut genug. Die Kinderschänder sind das. Die zwei. Und man darf nur hoffen, dass sie auch erwischt wird, weil sie spielt hier eine Rolle. Er ist nämlich, auch wenn er da Mathematik und alles immer wieder abgebrochen und so, er ist ja, also schuldig, aber sie ist da sehr stark mitbeteiligt in der Beziehung über diese Jahre. Sie hat den Vater gespielt und natürlich diese Institution, dieser Geheimdienst, man weiß welchen, so der Mossad oder eine übergeordnete Instanz vom Mossad. Oder eine untergeordnete, weiß ich nicht. Ich würde sagen, eine übergeordnete. Und das vielleicht sogar über einen Dritten, weil woher kommt das Geld, der Mossad? Oder diese Institution gibt doch nicht so viel Geld aus. Aber es ist ja gar nicht mehr so viel, wie es geheißen hat. Es sind 570 Millionen, und aber immerhin, also noch 3, 4 Flugzeuge, Autos und irgendwelche Anwesen und so weiter, aber das interessiert uns eigentlich nicht. Das ist die Geldseite vom Ganzen. Mache sie weg. Aber das ist eine ganze, also, Person. Ja. So starb. Das ist verbindlich. Hier im Erdhoroskop noch Saturn, Pluto und Sonne, Neptun. Aber schauen Sie das Rote, das Progressive, Sonne auf Pluto. Nun gut, also das kann man haben. Andy Hug hat damit gelebt, aber der hat gekämpft im Ring. Aber wenn dann das kam, der Uranus noch auch auf die Sonne, also die Sonne auf Pluto, ja. Und der Uranus auf die Sonne, das hätte er vielleicht auch noch verkraftet, aber natürlich nicht mit dieser Biografie. Aber da stand dann Mars, Saturn drauf. Das hat dann den Strich, sehen Sie nicht mal, weil jetzt hier der Mond drauf kommt, aber der Mond, das ist unsicher, aber die Venus ist sicher und die Ceres auch. Das hat er dann, also das konnte er nicht verkraften. Wie auch immer, auf jeden Fall, ob er sich selber oder nicht, das lassen wir hier dahingestellt. Ich habe die Zeit nicht, die genaue, aber diese Sachen stimmen, so oder so. Und wenn man die Zeit hätte, könnte man das angehen. Aber er ist gestorben. Er ist gestorben. Hier ist noch die Abschiedsachse. Die ging über Mars und also über alles das, wo eben Mars, Venus, Pollux, Sonne, wir drauf,
dürfte Merkur gewesen sein und der Mondknoten auf Uranus Willkür. Und jetzt ist er in aller Munde, also Mondknoten, das Volk oder die Öffentlichkeit. Ist er in aller Munde, hier auch, ja, beim Jupiter. Lenkt auch von vielem ab, das Ganze, weil die bemühen sich nicht groß da. Oder die bemühen sich schon, aber die bemühen sich, das unter den Teppich zu kehren. Aber das, darüber will ich jetzt nicht zu viel. Hier noch, eben Juno. Das ist Juno. Auch römisch Hera gesetzt, Warnung, Gänse, heilige Tiere. Warum? Ah, die Gänse haben die Römer gewarnt, einmal mit ihrem Geschnatter vor dem Feind, der kam, Luft, luftig, also da gibt es auch wieder in den alten Lexikon, zum Beispiel von Roscher, Hans Wilhelm Roscher, ganze Seiten über Luft, über die Luftgöttin, nur über die Luftgöttin, ohne, das sind natürlich verschiedene Namen, aber die Luftgöttin auch. Zuweilen mit Isis verglichen, Schutz oder Auslösung von Blitz, Hitzefeuer, oft bedenkenlose Handlungen, inzestiöse Beziehungen, Eifersucht als Folge von Beziehungen ohne vertrauensmäßige Grundlage, Beziehungen als Machtkampf sogar, Erhalten der Beziehung trotz Aussichtslosigkeit wegen anderen Vorteilen, Macht, Geld, gesellschaftlicher Rang. Ja. Gut. Hier, Pluto ist hier auch gemeint unter Saturn, aber dieser Pluto, der Geburtspluto, und hier die Geburtssonne und der Uranus, die Venus, aber Mars, Saturn drauf. Könnt ihr jetzt noch viele einstellen, wie diese Endkonstellation eingestellt ist beim 360-Grad-Kreis, hier Saturn, also die Schwelle, die Zeit, die abgelaufene Zeit, Uranus, Neptun, Pluto, wo man dann hingeht. Das ist die Erde wieder, das ist ja klar, die Erdachse, es muss eine Erdachse geben. Und die ist hier. Und exakt jetzt exakt auf, ja, da kommt ja sogar, hier ist die Lilith noch und hier ist die Lilith auch dabei. Also da kommt die Lilith noch dazu. Also dasselbe Planetenbild auch noch. Also Jeffrey Epstein ist gestorben. Das kann man sagen. Ich könnte noch die halbe Sonne, also das ist dann nicht die halbe Sonne, sondern einfach die halbe Distanz zur Erdachse und so weiter. Aber ich lasse das jetzt. Es reicht. Ich wollte nur, weil überall erzählt wird, ja vielleicht lebt er noch oder... Und mit der Zeit verdichtet sich das dann und dann heißt es, er lebt noch. Kuh lebt ja auch noch, ja. Kuh, wer ist Kuh? Und so weiter. Mars, ganz deftig. Also das ist die zwanghafteste Konstellation, die man sich denken kann. Mars, Pluto, auf Pluto. Mars auf Pluto. Und wenn man sich ein Suizid ist, dann ist das wirklich zwanghaft. Ja. Das macht man ja nicht. Selbst wenn man es will, macht man ja es nicht. Ohne Angst oder ohne. Ja, also da hat man immer noch Hemmungen. Das muss man, ich weiß es nicht, aber das muss man wie ein
Affekt inszenieren oder so, sonst klappt das wohl nicht. Hier ist der Pluto auf Merkur auch, ja. Ich denke so, ja wie, eben, so, hier ist Mars Pluto gerade drüber gegangen und es könnte hier, ohne dass ich Aszendent-MC habe, noch auf eine Drittperson schließen lassen, aber der Merkur progressiv ist da auf Mars, der Neptun auch und so weiter. Gut. Alles Gute.